Die Energiefabrik zu Görlitz wurde etwa 1853 als Mälzerei und Kornbrennerei erbaut. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie an Hackspiel und Partner verkauft. Dadurch erzielte man eine intensivere Nutzung der Kornbrennerei. Als erstes wurde in der Energiefabrik Malz hergestellt. Dabei handelt es sich um ein vorgekeimtes Getreide. Malz wird getrocknet und dient zur Extraktherstellung. Malzextrakt wird heute noch teilweise in anderen Betrieben produziert. Später wurde Spiritus hergestellt, nur noch als Rohsprit mit 94% Alkohol. Dieser wurde dann in andere Betriebe zur Feinreinigung gefahren. Und natürlich die Presshefe, die ja als Lebewesen, die wird nicht hergestellt, Hefe wird gezüchtet. Das ist ein Lebewesen, Hefe sind Pilze und man beginnt dort mit einer Zelle, wirklich mit einer einzigen Zelle im Mikrobereich bis hin zu 80.000 Liter Endprodukt. Was gab es früher für Arbeitsschutzmittel in der Energiefabrik? Arbeitsschutzmittel gab es hier eigentlich so gut wie keine. Als ich hier gelernt habe, waren die Bottiche alle noch offen. Und da die Hefe ja auch zur Züchtung belüftet wurde, stiegen natürlich die Alkoholdämpfe alle aus den Bottichen raus. Und besonders bei schlechtem Wetter, wenn es regnerisch war, sammelte sich trotz Abzug die ganze schlechte Luft hier drinnen und das war manchmal nicht einfach. Hinzu kam, dass wir das Ammoniak, welches als Nährstoff für die Hefe diente und alle Stunden zugesetzt werden musste, im Wassereimer von der Abfüllanlage zu den Bottichen transportiert werden musste und somit auch eine zusätzliche Belastung war. Die Firma Icking stellte 2001 die Produktion von Spirituosen ein. Und seitdem ist dieser Betrieb eine Industriebrache und wird jetzt anderweitig durch Jugendliche für künstlerische Objekte genutzt. Was ist die aktuelle Nutzung des Fabrikgeländes? Aktuell wird das Gelände der Energiefabrik zu Görlitz von dem Second Attempt e.V. genutzt und von verschiedenen Initiativen, Projekten, Einzelpersonen, die dieses Gelände hier als Plattform wahrnehmen, um ihre eigenen Ideen umzusetzen. Beispielsweise haben wir hier mittlerweile eine Urban Gardening Gruppe. Urban Gardening bedeutet eigentlich, dass eine Freifläche in einer Stadt quasi genutzt wird, um selbstständig Sachen anzubauen und letztendlich auch das Viertel irgendwie mit Gemüse, Obst oder weiteren Sachen halt zu beliefern. Seit einigen Monaten versuchen Studierende, junge Flüchtlinge und Bürger der Stadt Görlitz, diesen Hügel wieder zu erwecken, wieder zu beleben, indem sie hier Nutzpflanzen anbauen. Des Weiteren ist hier ja der Kathedral-EV gerade aktiv. Die bauen hier eine Bowlerwand in einem des Silos auf. Und wir haben unterschiedliche Nutzungen im Bereich Werkstätten hier oder auch ein Turnlabor versucht sich gerade hier aufzubauen. Also hier ist eigentlich alles möglich, wenn man selbst Ideen mitbringt. Stellen wir auch die Energiefabrik, die Räume zur Verfügung, auch finanzielle Mittel stellen wir zur Verfügung. Büroräume, die Werkstatt, Lagermöglichkeiten, Werkzeuge. Ja, alles muss man eigentlich brauchen, um seine eigenen Ideen hier umzusetzen. Das Ziel des Second Attempt e.V. ist es, ein Zentrum für Jugend und Soziokultur zu errichten. Ob sie ihr Ziel erreichen, ist noch nicht sicher, aber wir hoffen das Beste.